Was erreicht man in nur 7 Tagen FIFA 23? In FIFA 21 habe ich aus dem Team das Team gemacht. Und in FIFA 22 aus diesem Starter-Team dieses geile End-Team. In FIFA 23 wollen wir das Ganze natürlich nochmal toppen. Allerdings nicht in 7 Tagen, sondern in 24 Tagen. Und damit willkommen zu meinem Adventskalender. Wir schauen, was erreichen wir vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember bis zu Weihnachten. Aktuell gibt es unfassbaren Content. Es gibt die ganzen World Cup Swaps. Damit können wir uns richtig viele Packs erspielen. Es gibt unglaubliche SBCs und 24 Tage auf einem neuen Account ohne FIFA Points in FIFA 23, das wird absolut heftig. Ihr könnt da auch sehr, sehr gerne alle zusammen mitmachen. Erstellt euch einfach einen neuen Account und grindet mit mir zusammen 24 Tage. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier rein in den neuen Account. Das ist der Account vom letzten Jahr, 24 Stunden in FIFA 22. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt Starter Packs drauf sind oder nicht, aber ich habe unfassbar Bock auf das Projekt. Ich weiß noch nicht, ob jeden Tag davon eine Folge kommt, weil manchmal kann es natürlich sein, dass nicht der beste Content raus ist, aber ich werde einfach mal schauen. Ziel ist es aber schon, 24 Videos jeden Tag zu bringen. Und Jungs, keine Sorge, 7 Tage auf einem neuen Account in FIFA 23 wird auch noch im Laufe des FIFA 23 Jahres kommen, aber ich habe unfassbar Bock auf diesen Adventskalender. Wenn euch die Idee gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann starten wir jetzt hier rein. Tag 1, was erreicht man in 24 Tagen FIFA 23? Ich glaube, es ist nicht schlecht, Brasilien zu nehmen. Habe ich mir mal sagen lassen, der Grind wird unglaublich. Ich werde versuchen, alles mitzunehmen. Ich werde versuchen, so viele Swap-Tokens wie möglich zu erspielen. Ich werde natürlich jede Weekend-League spielen. Es wird unfassbar. Es wird unfassbar. Ich sag's euch, wie es ist. Der Account wird nach 24 Tagen stacked sein. Und das ist unser Starter-Team. So, hier ist unser Starter-Team. Jetzt müssen wir ganz klassisch einen Leihspieler auswählen. Ist eigentlich auch mehr oder weniger egal. Man kann den anderen ja sogar behalten. Ich würde allerdings sagen, wir nehmen Kingsley Coman als linken Mittelfeldspieler mit. Der ist ganz in Ordnung. Und ja, wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich jetzt auch Richtung Ende der Woche noch die ganzen Rivals-Punkte und alles erspielen, damit wir direkt in die erste Weekend-League starten können. Ich würde jetzt hier als Trikot einfach mal... Boah, keine Ahnung. Komm, wir nehmen Argentinien, weil die Trikots cool aussehen. Und als Auswärtstrikot nehme ich Olympique Lyon. Das ist eine coole Kombo. Als Wappen gehe ich mit Real Madrid. Einfach mal auf Flexer-Basis hier mit einem saftigen Wappen reinstarten. Und da ist er, unser neuer Account. Wir bekommen sogar ein bisschen was als Starterbudget. Und zwar bekommen wir 280 plus Packs. Also viele Coins werden wir damit nicht machen, aber zumindest ein paar Coins für den Start, was ganz nice ist. Falls ihr einen komplett neuen Account erstellt, könnt ihr euch die Coins natürlich unfassbar easy und schnell erspielen. Aber für mich ist das jetzt hier ein kleiner Boost und damit starten wir jetzt hier rein in den neuen Account. Ich habe so Bock, Jungs, ich habe so Bock. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Wir haben jetzt hier noch einen Player-Pick. Ich glaube, da ist Vinicius Junior und so weiter drin. Und den nehme ich natürlich. 3 Spiele Vinicius. Jetzt haben wir 2 linke Mittelfeldspieler als Leihkarten, aber egal. Wir gehen rein in die Geschichte. Stadion Starter Pack. Ich glaube, da sind nur Wappen und so weiter drin. Nehme ich natürlich auch erstmal mit in den Verein. Beziehungsweise hätte ich auch abstoßen können eigentlich. Und jetzt ist hier diese Auswahl aufgeploppt und wir wissen alle, wie schwer es ist, Katar-Spieler zu finden auf dem Markt. Deswegen gehe ich jetzt hier mit Katar, damit ich einen Katar-Spieler bekomme. Beziehungsweise 6. Und damit kann ich dann in die Swap-Tokens gehen. Aber um die kümmern wir uns erst ein bisschen später in dem Projekt. In der ersten Woche FIFA 23 in 24 Tagen werden wir erstmal unser Starterbudget aufbauen mit Division Rivals, mit der Weekend League, mit Weekend League Quali und so weiter und so fort. So Jungs, ich habe ja eben alle Wappen und so weiter im Verein gespeichert. Ich werde die jetzt nachträglich doch abstoßen. Alle Trikots, die ich bekommen habe, weil die bringen saftig Münzen, wie ihr hier sehen könnt. 227 für Non-Rare und die waren untradable. Selbst dieser Jubel bringt mir 240 Münzen. Also das Pack war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und jetzt ist aus dem Nichts auch der erste Swap-Token rausgekommen. Beziehungsweise ich habe den geschenkt bekommen. Den hat ja jeder von uns ganz am Anfang von den Swap-Tokens kostenlos bekommen. Den packe ich in den Verein. Ich werde natürlich versuchen, jeden einzelnen in dem Projekt zu erspielen. Allerdings gibt es da auch immer mal wieder welche, die man über die Packs kaufen muss. Diese 75.000 Münzen
ganzen Packs im Shop, die werde ich wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil die sind einfach zu teuer für einen Swap-Token. Ihr seht es hier, 75.000 Münzen für einen Token, das ist zu viel des Guten, das werden wir einfach mal rauslassen. So, Männer, ich habe alles abgestoßen aus dem Stadion-Pack und wir stehen direkt bei 3.600 Münzen. Das ist mehr, als ich gedacht hätte für die erste Episode. Und das haben wir jetzt schon richtig easy getoppt. Wir gehen jetzt rein in die Starter-Packs. 80 plus, wir werden wahrscheinlich alles verkaufen. Theoretisch könnte ich die jetzt auch in einen Player-Pick packen. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, da was draus zu ziehen? Relativ gering, würde ich mal behaupten. Und die Non-Rare-Karten kosten aktuell alle um die 400 Münzen. Wenn die aus guten Nationen kommen, wahrscheinlich sogar noch mal einen Ticken mehr. Deswegen werde ich die eher verkaufen und das Startbudget mitnehmen. Und dann gehen wir hier rein ins zweite Pack, 80 plus. Ich habe so Bock auf dieses Projekt, das glaubt ihr mir gar nicht. Leider wieder keine Lampe. Deutschland, linker Außenverteidiger, Gosens. Wird wahrscheinlich auch nichts kosten. 82er ist ein bisschen was an Rating. So ein Thiago Dalot kostet auch immer mal wieder was. Und dann würde ich sagen, packe ich das jetzt alles auf den Transferstapel, werde alles anbieten und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn alles verkauft ist. Let's go. Vorher öffnen wir aber noch schnell das Vorschau-Pack. Das müssen wir auch jeden Tag abchecken. Rein da. In dem Projekt soll es übrigens nicht darum gehen, richtig heftig Coins mit Trading zu machen. Mir soll es da mehr um Gameplay und so weiter ergehen. Wir erspielen uns Karten und erspielen uns Coins durch die Weekend League Division Rivals und so weiter und so fort. Ich werde höchstens eine überteuert verkaufen Liste irgendwann mal machen die Tage, aber mehr soll es dann auch nicht sein. Und glaubt mir, Jungs, das wird auch absolut reichen. So, Jungs, ich habe alles angeboten und ganz, ganz wichtig, das machen auch so viele Leute falsch, ihr müsst wirklich jeden Preis von jedem Spieler genau nachschauen. Ihr seht hier, Pavard einfach 1900 Münzen. Das sind ein paar Karten dabei, die bringen richtig gut Coins. Zum Beispiel auch Thiago Dalot, 1700, Arnold, 2000 Münzen. Was sehen meine Augen? Und ich gebe euch jetzt mal einen Tipp, wie ihr mehr Münzen machen könnt beim Anbieten anhand von Davis. Ben Davis, der günstigste Davis auf dem Markt, geht nämlich für 700 und sogar 650 Münzen. Ich habe ihn allerdings für 850 Münzen angeboten. Und ja, das ist jetzt wirklich nur für den Anfang gut, weil man da ein paar Münzen mehr macht. Wenn wir jetzt auf 750 stellen, sehen wir, der erste auf der Stelle läuft noch 38 Minuten, dann gehen wir nochmal weiter. 800 Münzen geht noch 29 Minuten und wenn die Zeit über 10 Minuten ist, dann kriegt ihr den für den Preis locker weg. 58 Münzen ist 21 Minuten noch am Laufen, also wird der safe weggehen. 900 Münzen, da sind wir jetzt schon bei 4 Minuten unten, könnte weggehen, wird dann aber kritisch. Jedenfalls stehen wir jetzt bei 13.200 Münzen, das ist echt stark, mehr als ich gedacht hätte und wir haben hier noch gut Karten auf der Transferliste, die nochmal ein bisschen was bringen würden. Im Normalfall hätte ich jetzt wie letztes Jahr die erweiterten SBCs angefangen und damit schon richtig, richtig viele Coins gemacht. Aber dieses Jahr sind die SBCs untradable. Man wird damit keine Münzen machen. Deswegen werde ich jetzt die Starter-SBCs abschließen und dann schauen wir mal die SBCs durch nach irgendwelchen SBCs, die vielleicht Münzen bringen könnten. So, erste SBC abgeschlossen. Die Starter-SBCs, die werden ja für die meisten von euch nicht neu sein. Aber diese Videoreihe ist auch super für Leute, die neu anfangen mit FIFA. Weil wenn ihr mir hier alles nachmacht, dann solltet ihr am Ende des Tages eigentlich nach 24 Tagen kein schlechtes Team hinbekommen. SBC 2 ist auch abgeschlossen, brauche ich euch aber eigentlich auch nicht zeigen. Boom, und damit ist auch die letzte SBC der Starter-SBCs abgeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt berechtigt, alle weiteren SBCs abschließen zu dürfen. Und dafür bekommen wir sogar ein 2-Spieler-Pack oder sowas in der Art, ne? Wir gehen rein in die Geschichte. Okay, let's go. 2-Spieler-Pack. Einer davon selten. Da kann man mal was ziehen. Super Karte. Nice. So, wir können uns jetzt hier alle SBCs anschauen. Ich nehme das Video am Montag auf. Das Video kommt dann am Donnerstag. Also jetzt hier nicht wundern, wenn hier ein bisschen ältere SBCs am Start sind. Und jetzt gehe ich hier mal alles durch nach möglicherweise SBCs, die mir Geld bringen könnten. Zum Beispiel hier die Black Friday SBC mit einem 35k-Pack, was tradable ist. So, ich habe alle Spieler für die SBC gekauft. Hat jetzt schon so 10.000 Münzen gekostet, also schon einiges. Aber ich glaube, wir holen mit einem 35k-Pack mehr Münzen raus. Allerdings muss ich 3 Spieler umwandeln. Das ist allerdings gar kein Problem. Denn es gibt diese schöne SBC und die ist jeden Tag 5-mal wiederholbar. Einfach einen Bronze-Spieler reinhauen und ihr bekommt einen Positionsmodifikator
easy und wir haben sowieso jetzt noch richtig viele Bronze-Spieler, weil wir eben Bronze-Packs gezogen haben aus den Starter-SPCs. So, SPC 5 mal abgeschlossen und jetzt wandeln wir hier die drei Spieler einfach mit den kostenlosen Positionsmodifikatoren um. Bronze-Spieler bekommt man sowieso im Laufe von FIFA immer mal wieder zugeworfen und zack, die SPC ist gelöst. Wir bekommen ein 35k-Pack. Und das kann mal gut sein. Ohne Witz, mit ein bisschen Glück zieht man da auch mal ein Walkout raus. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Es macht einfach immer viel mehr Spaß, auf den neuen Account Packs zu ziehen als normal. 82 plus garantiert. Wir gehen rein in die Geschichte. Komm schon, bitte. Kein Walkout. England. ZM. Bellingham. Kostet er was? Vielleicht ein bisschen, aber der große Jackpot ist es nicht. Ah, Bellingham kostet 4400 Münzen und wir haben noch einige 83er, die werden alle Münzen bringen. Safe, 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 safe. Sollte was bringen. So, die packe ich natürlich wieder alle auf die Transferliste. Die werden wir wieder alle verkaufen. Den Manager können wir eigentlich auch mal anbieten und die Verträge können wir erstmal für einen Verein gebrauchen. Die versuche ich auch zu verkaufen. Das haue ich weg. Das speichere ich im Verein. Das haue ich weg. Und dann passt es soweit. Und natürlich werden wir im Laufe der 24 Tage auch einiges an World Cup Spielern sammeln. Und das ist halt eine super Möglichkeit, um kostenlos spielbare Karten zu bekommen. Weil die kannst du natürlich nicht für SBCs benutzen, aber du kannst die zocken. Und das kann sehr, sehr cool werden für uns, weil wir bekommen jetzt hier kostenlos die ersten spielbaren Karten für unseren Verein. Auch wenn die jetzt nicht super krass waren, so ein Phil Foden, der kann schon was. So, wir haben wieder alles angeboten, alle Spieler nachgeschaut. Es sind auch schon wieder einige weg. Wir stehen bei über 20.000 Münzen und wir haben hier noch ein paar Karten, die weggehen sollten. Der Arnold für 2k, das wäre big, wenn er dafür weggeht. Dann haben wir hier noch Pau Torres, also so bei um den 25.000 Münzen stehen wir definitiv. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder auf Suche nach SPCs, die Geld bringen. Ich will Geld. Ich bin reich. Ne, bin ich noch nicht, aber will ich werden hier. So, aktuell gibt es noch eine SPC, die was bringt. Und zwar FIFA World Cup Top-Duelle. Das sind quasi Top-Partien plus von der WM. Und da bekommt man insgesamt fürs Abschließen ein kleines 50k-Pack, also ein halbes sozusagen. Und das ein oder andere Pack kann immer mal was drin sein. Deswegen würde ich sagen, die schließen wir alle ab. So, erste SBC ist abgeschlossen. Die war sehr, sehr günstig. Sogar ein paar Karten aus dem Verein verwendet. Easy, weg damit. So, hier haben wir die nächste SBC. Auch einigermaßen günstig gewesen, muss ich sagen. Also im Großen und Ganzen mussten wir nur für den Kollegen ein bisschen mehr zahlen. Abfahrt, 7,5k-Pack. Auch da kann man mal lacken. Ohne Witz, man kann in jedem Pack lacken. Deswegen immer alles mitnehmen, Männer. So, die dritte SBC ist auch abgeschlossen. Ohne Witz, ich bin zufrieden mit den Ausgaben. Wir geben hier nicht zu viel aus. Immer ein bisschen was aus dem Verein verwenden. Hauptsache, wir gehen am Ende des Tages mit Gewinn raus. Ich muss sagen, bei den Top-Partien, da ist oft mal auch ein Schnitzer dabei. Also wir müssen da schon dann auf ein bisschen Packluck hoffen. Wir schauen einfach mal, was bei rauskommt und dann erzähle ich es euch. Und hier ist die letzte SBC der Top-Partien auf Foot Binge. Dann, glaube ich, 20.000 Münzen muss man ungefähr für alle SBCs ausgeben. Ich glaube, am Ende des Tages habe ich gar nicht mal so viel ausgegeben. Ich schätze mal so 15.000 plus minus. Deswegen, wir schauen rein. FIFA World Cup Top Duelle und dafür bekommen wir ein kleines 50k-Pack. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie viele Coins wir aus diesen Packs rausbekommen. Ziel ist es natürlich, daraus mehr rauszubekommen, als wir reingesteckt haben. Ganz klare Geschichte. Aber ja, das sind schon ein paar ganz stabile Packs. 80 plus World Cup mal 3, das nehme ich natürlich auch noch mit. Da kann man nämlich auch immer mal wieder eine gute spielbare Karte ziehen. Ja, haben wir direkt zwei aus Uruguay. Also die können wir auch zum Zocken verwenden. Das ist richtig nice, müssen wir nichts für ausgeben. Vielleicht bauen wir uns dann echt mal irgendwie ein Team um die. Silberpack, wir gehen rein. Die können auch immer was wert sein, weil die sind auch oft gefragt in SBCs. Und 74er kosten eigentlich immer was. Wir packen hier alles auf den Transferstapel. Kota, der alte Karlsruher, auch am Start. Und dann gehen wir jetzt hier rein in die Packs. Vom schlechtesten Pack bis zum besten, sage ich jetzt einfach mal. 7,5k-Pack. Wir gehen rein. Es wird ein Non-Rare-Spieler. Okay, das war schon mal wirklich nicht so gut, um ehrlich zu sein. Bekommen jetzt hier noch einen World Cup-Spieler. Da nehme ich mir Medina, weil wir schon ein paar Argentinier haben. Die verkaufen wir. Verträge sparen wir wieder. Hunter kloppen wir weg. Und ich glaube, das bringt auch nichts, ne? Deswegen stoße ich das einfach ab, bekomme dafür nochmal ein paar Münzen. Dann gehen wir jetzt hier rein ins Jumbo Premium Gold Pack, also ein 15k-Pack, oder?
Da kann was drin sein. Lampe geht nach oben. Wichtig. Spanien, Stürmer. 85? Let's go, Junge. Wichtig, wichtig, wichtig. Der kostet safe mindestens 7000, sage ich. Das ist sehr, sehr stark. Also da hat sich die SBC schon mal sehr gelohnt. Der Mann kostet sogar mehr als 7000, oder? Ich glaube sogar 8000 oder so. Also das war richtig gut. Die Karten packen wir auch alle auf den Verein, auf den Stapel. Verträge können wir früher oder später dann auch anfangen abzustoßen, weil irgendwann haben wir halt auch mehr als genug. FC Barcelona Trikot versuche ich zu verkaufen und die Dinger kosten als auch was, oder? Okay, nee, kostet nichts. Alles gut. Dann öffnen wir noch die zwei World Cup Player Picks. Stellt euch vor, wir ziehen da einfach mal so ein Mbappé. Das wäre richtig, richtig cool. Bis der Account fertig ist, sind die Karten ja eh dann raus, sozusagen. Also, die sind genau in der Zeit drin, in der ich das Projekt mache. So, zwei Packs haben wir noch und Stand jetzt bin ich schon zufrieden. Prime Electrum Spieler Pack, das war das aus der letzten SBC. Lampe geht wieder nach oben. Come on, Spanien. Stürmer. Let's go, wir ziehen ihn nochmal. Haha, back to back. Gerard Moreno. Wahrscheinlich spricht man den so aus, wenn er ein Franzose wäre, aber nicht, wenn er ein Spanier ist. Was laber ich? Was ist dahinter? Noch ein 83er, wichtig und richtig. Ey, richtig guter Start. Es hätte nicht besser losgehen können heute, wirklich. Es hätte nicht besser losgehen können. Außer ich ziehe jetzt hier noch einen Vamos Cristiano Ronaldo. Wir müssen auch versuchen, hier alle Nationen mitzunehmen. Ja, Gareth Bale nehme ich auch noch mit. Und jetzt kommen wir zum kleinen 50k-Pack. Wenn wir da jetzt auch drin lacken, habe ich wirklich alles gesehen. 82 plus ist garantiert. Walkout. Komm schon. Polen. Ah, gönnen wir doch den Lewandowski. Weil ab 88 plus sind, glaube ich, alle Karten aktuell extrem teuer. Aber ich will mich überhaupt nicht beschweren. So viel Packluck aus Top-Partien ist eigentlich nie am Start. Nie. Aber diese neuen Accounts haben einfach immer das Packluck gekauft. Das ist zu heftig. 84, 83, Hilfe. Das wird richtig gut Coins bringen. Der Mann kostet ja so um die 15k, würde ich sagen. 84er kosten auch so 3.000, 4.000. Also das hat sich unglaublich gut gelohnt. Wir gehen rein in die Player Picks. Player Pick 1. Zwei Argentinier wieder. Da nehme ich Lisandro Martinez. Und im zweiten komm, gönn mal einen Walkout. 84er De Arrascaeta. Ja, dann würde ich sagen, 76 Objekte auf dem Transferstapel. Ich werde alles verkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann haben wir hier ein richtig, richtig geiles Starterbudget schon an Tag 1 zusammengekratzt. Ich bin unfassbar zufrieden, wirklich. So Jungs, ich habe eine Stunde gewartet. Alles ist verkauft worden, bis auf eine Karte. Und ihr seht hier, 67.000 Münzen. Das ist viel mehr, als ich mir jemals erhofft hätte für die erste Episode. Natürlich haben die auch saftige Coins eingebracht. Aber auch ohne die wären wir bei knapp 40.000 Münzen, würde ich jetzt einmal mal sagen. Also sehr, sehr stark. Waren richtig gute Karten mit dabei. Barca-Trikot hat auch noch 600 Münzen. Münzen gebracht. Wirklich, also richtig, richtig genial. Der ein oder andere Silberspieler hat auch noch mal ein paar Coins eingespült. Whatever. Der Kollege wurde nicht verkauft, obwohl er eine 74er Karte ist. Deswegen, der wird im zweiten Versuch safe weggehen. Und mit 67.000 Münzen beenden wir Tag 1 von 24 Tage in FIFA 23. Was erreicht man? Schreibt mir in die Kommentare, was soll ich in dem Projekt machen? Was für Swap-Karten soll ich holen? Soll ich die 2084 Plus Packs holen? Soll ich auf einen WM Hero Pick gehen? Schreibt mir sonstige Vorschläge, was für Spieler wir holen sollen, in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefällt. Lasst ein Abo da, um keine Videos von der Serie zu verpassen. Checkt hier noch ein aktuelles Video ab und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.